So, eine weitere große Lagerfläche. Möglicherweise Fahrzeuge. Ja, das sieht aus wie für Fahrzeuge. Aber wir haben es auch hier mit einer professionellen Entkernung zu tun. Also was hier mal war, es ist weg. Selbst die Kabel an den Wänden wurden entfernt. Tja, Waschanlage. Das wüsste ich mal gern, was das hier gewesen ist. Tja, hier ist noch sowas. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, was das hier mal war. Das ist in jedem Raum hier. So, was ist denn das Interessantes hier? Irgendwie so eine komische Luke. Und da ist noch so eine komische Schachtel. Und dahinter ist ein Lagerhaus. Was immer auch hier mal gelagert wurde. Das hier war alles hochgradiges Sperrgebiet damals, zu DDR-Zeiten. So. Ja, hier sieht's aus wie eine Fahrzeughalle mit den paar letzten Ventilatoren, die es noch gibt. Und selbst da hat man die Motoren rausgeholt, wie man sehen kann. Die sind leer, die Gehäuse. Und hier genau die gleiche Chose. Nur die paar Kabel haben sie übrig gelassen. Und natürlich dann die Autoreifen in Sondermüll. So, einmal noch quer durchgehen. Links und rechts sind leere Räume. Oder fast leere Räume. Hier sind wieder so komische, was auch immer. Da irgendwelche Flüssigkeiten drin waren, möglicherweise Ladekabelgerät Nummer 4. Ja, das dürfte die Waschkammer gewesen sein, mit so einem Durchlauf-Boilerhitzer. Hier war die Duschecke, da ist sogar noch der Duschkopf da und entsprechend da natürlich das Klosett, was hier auch noch zu sehen ist, in Scherben. Das ist eine riesige DDR-Straßenlaterne, aber ein Mordsteil, da kann sich ein Kind dran setzen. Auch aus Plaste gemacht.
Ja, Leute, wir nähern uns schon langsam dem Ende, weil die Objekte sind alle entkernt und zwar sehr, sehr gründlich. Wir machen nicht mehr das ganze Gelände. Ich werde mir noch zwei Bauwerke anschauen und dann geht es auch schon wieder raus. Und dann wollen wir uns mal ganz gemütlich was zu essen besorgen. Ja, offensichtlich gibt es hier noch aktive Bereiche, weil hier sind nagelneue Schilder. Starkstrom, Lebensgefahr. Nagelneues Schloss. Und hier ist eine Tür vorgenagelt vor irgendeiner Art. Das habe ich noch nie gesehen. Eine Tür von dem Verteiler vorgenagelt. Das scheint ein Trafohaus zu sein, was nachgenutzt wird. Das dürfte die Werksfeuerwehr gewesen sein. Und da oben ist der sogenannte Turm zur Beobachtung von Bränden wahrscheinlich. Ja, alles gut vernagelt hier. So, ich bin mal kurz im Werksfeuerwehrhaus drin. Aber auch das ist, wie man sieht, gründlich leer. Blättrige Farbe. Toilettenbereich. Mit einem winzigen Klo. Oh mein Gott, da muss man ja ganz runter. Das ist ja für Kinder. Das ist ja mal ein interessanter Bau. Scheint mir sowas wie ein Bunker zu sein. Zumindest vom Eingang her. Tatsächlich, hier geht's rein. Aber da braucht man nicht runter zu kriechen. Da ist nur ein ganz leerer Raum drin. Also Bunker auf jeden Fall. Aber dieser Einraumbunker. Ja, wie gesagt, scheinbar ein Bunker mit zwei Belüftungseinrichtungen. Aber ich habe gerade reingeschaut, das sieht aus wie ein Kohlenbunker mit einem einzigen Raum. Und das war es dann aber auch. So, das hier war ganz klipp und klar ein Waffenlager, Munitionslager mit Stellplätzen, entsprechender Kühlung auch natürlich. Da sind sogar noch die Motoren drin hier oben. Ist mir aber nicht dran gekommen. Und das hier war ein klassisches Munitionslagerhaus. Leute, ein bisschen Schrott haben wir noch. Und zwar Munitionskisten der Nationalen Volksarmee, die hier so einfach so rumfliegen. Die haben es aber auch schon ziemlich hinter sich, muss ich sagen. Das sieht so aus, als wenn hier wieder Panzerabwehrwaffen drin wären, irgendwas Längliches. Irgendwelche länglichen Geschichten, vielleicht Geschosse, Panzergeschosse, Artillerie und auch hier noch ein paar schöne NVA-Kisten. Und unter diesem zusammengekrachten Haus, wie man sehen kann, liegen noch viel mehr Kisten. Aber ich tippe mal, Leute, dass die einfach leer sind. Ah, ich sehe gerade, da ist ein russischer Schriftzug drauf. Vielleicht kann ihn mal jemand entziffern. 171, also 1971. Irgendwelche russischen Waffen waren das wohl.
Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind durch. Die anderen Häuser sind alle ähnlich, sie sind alle entkernt und zwar meistens bis auf die letzte Schraube. Trotzdem interessantes Gefühl hier, dass allein das Flair, dieser Beton, dieses Graue, dieses, ja, Vergangene. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis demnächst, euer Kater Krieger.